Kalle und Jupp. Die Besten der Besten. Eine Produktion von Ihr wisst nicht, was ihr tut. Und die Couch des Lesser. Unsere zwei Superschnüffler in Spee treffen sich an einen düsteren und geheimen Ort. Dunkle Wolken stehen am Horizont. Das riecht doch förmlich nach einem neuen Fall für die Besten der Besten. Jupp und Kalle von der Spezialsoko Köln-Mülheim. Wie das Schicksal so will, ist es heute ein regnerischer Tag. Zu regnerisch für Kalle. Ja, anstellen hier gibt's ja nicht. Wo ist die Tür? Die Tür! Da ist sie. Da trocken, da regt es mir nicht mehr in die Ritze, ne? Da ist der alte Geifahrer. Kalle! Jupp, da bist du. Ja, Kalle, da bist du. Mit dem Husten wird's auch immer schlimmer. Hast du die News schon gehört? Nein, was? Laus Kapomske ist frei. Was? Ja, die ist frei. Der heckt doch schon wieder was aus, die Sau. Genau. Wie so ein Spanferkel bei McDonald's, ne? Ja, pass auf, das ist unsere Chance wieder nach oben. Was machst du? Hilf mir doch auf, ich bin noch nicht vollgetankt. Hast du schon wieder gedächert heute? So. Ich krieg dich ja kaum hoch. Ja, hilf mir auf! Ja, endlich! Okay! Halt mich an! Das ist doch der Typ, der damals in der Bäckerei die Semmel geklaut hat! Den packen wir uns diesmal! Und dann in der Ecke, in der dunklen Gasse, hat er mir doch mit der Gase ins Gesicht geschossen! Wo ich die ganze Minute lang nichts mehr gesehen hab! Das war echt scheiße. Boah, ich bin doch selbst uriniert, über das Gesicht gepinkelt habe. Oh. Was ich da sehen konnte. Meine Güte, das zahlen wir ihm heim. Komm, wie viel Geld hast du noch? 3 Euro. Was? 3? Ja, da rum muss jetzt gleich was an der Ecke beim Kiosk, ja, genau. Oder? Warte, ich habe auch noch einen 5er. Na, dann gehen wir noch zur Susi, oder? Ja. Wir brauchen Zeit, das jetzt muss der Stoff mal langsam her. Ja, Jupp und Kalle machen sich auf den Weg in ihr heiligstes Refugium. Es wird auch langsam Zeit für eine Lagebesprechung. Die Situation ist äußerst ernst, denn viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr, ihren Rivalen zur Strecke zu bringen. Dies und vieles mehr hört ihr im nächsten Teil von Jupp und Kalle, die Besten der Besten. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marre seul dans ses...